wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! So, und herzlich willkommen zu dieser ersten Pilotfolge Risen 3 mit mir, dem Mono, hier auf dem Kanal. Ja, Risen 3, wir zocken es mal wieder. Ich habe es damals, als es rausgekommen ist, 2014 schon damals mal durchgespielt. Das ist schon ewig her. Und als großer Fan der Piranha Bytes Spiele, Ossig und Konsorten, habe ich gedacht, ich könnte es jetzt mal wieder spielen. Und wir spielen jetzt quasi hier den Prolog, wo mir so ein bisschen erklärt wird, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, einmal gerade kurz technisch angespielt, um zu gucken, wie es mit der Aufnahme klappt. Aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel noch funktioniert. Patty braucht deine Hilfe. Und wir schauen mal direkt rein hier. Ja, Risen 3 ist auf jeden Fall als einer der moderneren Titel von Piranha Bytes. Also wenn man die allein von der Steuerung her, ist nicht mehr ganz so umständlich wie Gothic. Wobei Gothic ja auch seinen Charme hatte mit der Steuerung. Dadurch erschwert wurde, ist die Steuerung hier schon deutlich moderner gemacht worden. Und ja, ich habe damals Risen 1 gespielt, ich habe Risen 2 gespielt und dann auch Risen 3. Ich finde die ganze Risen-Reihe doch ziemlich cool. Ja, wir haben einen schweren Angriff. Okay. Und ich habe jetzt letztens das in meiner Bibliothek wiedergefunden und habe gedacht, boah, das kannst du mal wieder spielen. Und da machen wir einfach mal eine Let's Play-Reihe raus. Ich bin gespannt, wie die ankommt, ob das noch so auf Interesse stößt, ob überhaupt noch jemand Interesse an Risen 3 hat. Deswegen werde ich das erstmal hier nur als Pilotfolge hochladen und wenn es gut ankommt, dann werde ich weitere Folgen aufnehmen. Deswegen lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, wie euch das Ganze gefällt, ob ihr Bock darauf habt. Wir spielen aktuell jetzt gerade noch Schwierigkeitsgrad Mittel. Das habe ich vergessen umzustellen. Ich werde das gleich nach dem Prolog auf schwer ändern. Ich denke, das macht Sinn, dass wir so ein Spiel muss man auf schwer spielen. Ansonsten sind manche Bossfights vielleicht dann doch zu einfach. Ich habe nicht mehr so wenig im Kopf, wie schwer Risen 3 war. Ja, ja, der hat mich auf die Fresse schon. Ich sollte vielleicht auch einfach mal ausweichen, ne? Das ist eine wichtige Funktion hier in dem Spiel. So, da kommt der Kapitän. Gegen den kämpfen wir nicht mehr? Ne, scheinbar nicht. Ja, Risen 3 ist wieder so lange, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, wieder so ein typisches Spiel aus der Gothic-Reihe. Es heißt nicht mehr Gothic, aber wir haben die Auswahl nachher zwischen drei verschiedenen Fraktionen. Dieser Dreckskerl. Hey! Wir können uns für eine der drei entscheiden. Schon wieder dieser Albtraum. Das Patty, die man schon kennt, ich glaube aus dem zweiten Teil. Der Geisterkapitän. Da taucht die das erste Mal auf. Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing deinen Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Ja, da sind wir. Ja, ich finde die Grafik ist wohl noch relativ gut gealtert. Ich meine, man merkt, dass es aus 2014 ist und dass es von Piranha Bytes ist, aber Fan der Gothic-Reihe ist man diese Grafik ja gewöhnt und liebt diese Grafik auch irgendwie.
Genau, anders zu Gothic ist ja, dass man, ich glaube, das hatte man aber bei Risen 1 auch schon, dass man jetzt unten hier diese Leiste hat, wo man quasi per Kurzwahltasten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direkt Sachen auswählen konnte, was man damals für bei Gothic noch nicht konnte. Genau, wir sind jetzt hier auf dem Schiff. Nehmen, Truhenschlüssel haben wir hier. Genau, da wird mein Equipment wahrscheinlich drin sein. Schauen wir mal. Stahlbartsklinge. Schaden 40 bis 60, Stichwaffen plus 5. Fähigkeiten Stichwaffen. Duellpistole. Schwarzer Dreispitz. Mantel, Proviant. Wir nehmen natürlich erstmal. Ah, genau, mit E können wir auch alles mitnehmen. Das Inventar, das habe ich mir gedacht. Der Hand. Und die Pistole. Mit Rechtsklick können wir zurückdrücken. Der Mantel. Ohrringe, Amulettring haben wir noch nicht. Genau. Haben wir hier noch irgendwo was? Klettern können wir hier. Ja, ich muss sagen, ich habe mal jetzt richtig Bock wieder. Ich war echt am Überlegen, ob ich vielleicht auch Gothic 2 zocken soll. Aber Gothic 2, muss ich ehrlich sagen, persönlich habe ich vor gar nicht so langer Zeit nochmal für mich persönlich gezockt mit den ganzen Mods. Und das jetzt nochmal wieder durchzuzocken, habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Und war dann überlegen, mache ich Risen 1, mache ich Risen 2 und habe mich dann doch für Risen 3 entschieden, weil ich doch der Meinung bin, oder es so ein bisschen in Erinnerung hatte, dass Risen 3 tatsächlich der beste Teil aus dieser Reihe ist. Und der sich wirklich lohnt, nochmal zu zocken. Ja, dieses tropische Feeling finde ich persönlich auch ganz gut. Meinen Wesenteilen immer schon gefallen. Wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Natürlich wollen wir den Schatz heben. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Oh, oh, warte mal, wir müssen den Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Nicht jetzt blöd? Könnte ich ja nochmal meine Waffe ziehen. Moment. Mittlere Maustaste. Ah. Gerade im Tutorial noch gelernt und schon wieder vergessen. So. Okay. So, jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wie können wir unseren Revolver benutzen. Primärer Waffenmodus. Sekundäre Aktion ist aber... Schmutziger... Ach, eh. Ja, schmutziger Trick wird das wahrscheinlich sein. Okay. So, wir looten natürlich, was wir können. Nehmen wir auch mit. Boah, Fisch. Krabbenstecher. Pardon. So, was haben wir da? Muschel, da ist doch noch irgendeine Pflanze, oder? Ne, die können wir nicht mitnehmen. Gut. Kapitel 1, der alte Tempel. Ja, den habe ich noch gut in der Runde. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Ab jetzt habe ich. Jetzt müssen wir gleich mal daran denken, dass wir den Schwierigkeitsgrad umstellen. Ich habe auch direkt auf Presse hier. So. Sieh mal, dort drüben scheint etwas zu sein. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Toter Pirat, wie okay, schauen wir mal gleich. Dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten... Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht
Vielleicht schläft er auch einfach nur. Genau, wir stellen mal eben ganz kurz den Schwierigkeitsgrad um. Mal, glaube ich, auch hier machen. Ja, wir können auch auf Ultra machen, auf Ultra. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie krass das war. Deswegen spielen wir jetzt mal auf schwer. Kann ich hier noch looten? Ja. Die Beere. Na, Proviant werden wir auf schwer, denke ich mal, auch ordentlich brauchen immer. Ich denke, dass wir gerade am Anfang ordentlich auf Fresse kriegen werden. Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie schwer Wilden 3 war. Hier können wir den Questlog öffnen. Schatz eines toten Piraten. Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hätte er seine Habseligkeiten verbuddelt, kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fund eures Schatzes einsehen. Ah, der Kerl. Misskarte wie in jedem Spiel. Ah, guck mal. Hatte eine Schatzkarte dabei. Ich denke mal, in die Richtung laufen wir jetzt sowieso. Ja. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Machen wir. Er liegt noch nicht lange da. Ich möchte wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Oh, da ist der Pirat. Was war das? Kapitän? Mir war so, als wenn dort gerade noch... Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Mir doch egal. Dann hauen wir um. Das tat richtig weh. Warum drücke ich immer Leertaste? Meine Güte. Da liegt noch ein toter Pirat. Boah. Das ist ein kleiner Tempel. Tempel, sehr schön. Was wohl passiert, was hat uns? Wenn man an den Hebel da drüben sieht? Loot. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. So, sind dir Fallen oder sowas? Schön ist, ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr weiß, ob sie irgendwo altes Buch. Fallen gab der oder so. Donner grollte durch das heißt, ich kann auch ehrlich gesagt auch nicht viel bebte, als spoilern. Ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Hm. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Mhm. Wir haben eine Truhe. Stahlfackel. Ja, ich habe das damals durchgespielt, glaube ich, wo es rauskam auf dem PC. Habe es mir dann nachträglich nochmal für die PlayStation 4 geholt. Auf PlayStation war das leider damals, ich weiß nicht, ob es mittlerweile behoben ist, damals war es extrem buggy. Sodass teilweise irgendwelche Texturen fehlten oder sowas, sodass ich damals das Spiel abbrechen musste. Das war mir sehr schade. Und deswegen hatte ich mir immer mal vorgenommen, das nochmal wieder zu spielen. Und habe gedacht, wir machen das jetzt hier auf dem Kanal zusammen. So, wir speichern mal zwischen. Ich mach mal hier einen neuen Spielstand. Mono nenne ich den mal. Haben wir Autosave eigentlich drin? Schauen wir mal ganz kurz dran. Ich denke schon, aber wie... In welchen... Okay. Steht nicht in welchen Abständen. Eine so. Schaufel. Hier ist wieder ein X auf dem Boden markiert. Das war schon früher immer so. Mit einer Schaufel können wir da was ausgraben. Ja, ich war auch eine Zeit lang überlegen, ob ich jetzt Elex zocke, weil tatsächlich ist ja der zweite Elex-Teil angekündigt. Gut gemacht. Ich bin jetzt gar nicht sicher, wann der rauskommen soll. Und ich habe aber den ersten Elex-Teil noch gar nicht gezockt. Weil ich damit mich so ein bisschen schwer getan habe mit diesem... Ja, mit diesem, ich sag mal, sehr modernen Setting. Großartig.
Wo das Spiel, ich habe zwischenzeitlich mal so einen Kollegen angezockt, ich fand es sehr cool, deswegen bin ich ja überlegen, vielleicht das auch nochmal zu spielen. Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Wir werden im Gold schwimmen, das hört sich schon mal gut an. Da kann man unser schönes Schiff sehen. Sehr schön. Wir looten mal hier, was das Zeug hält. Also ihr müsst mir das verzeihen, ich werde wahrscheinlich, wenn das nicht so mein Spielstil ist, ich werde jetzt nicht in jede kleinste Ecke gehen. Ja, also ich werde schon versuchen, die Gebiete so abzugrasen, wie es geht, aber wenn ich irgendein Geheimversteck übersehe, bitte habt Rücksicht. Ich werde jetzt nicht mich vorher irgendwie spoilern lassen oder so, indem ich hier erstmal mir das durchlese, wie das Spiel 100% durchgespielt wird, wo man die geheimen Waffen alle findet. Das werde ich jetzt erstmal im ersten Zuge nicht machen. Vielleicht dann im Nachgang nochmal. Aber wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Hinweise habt, wenn ich irgendwas Wichtiges übersehen habe oder so, würde ich es natürlich gerne in den Kommentaren schreiben. Ist hier irgendwas? Ne. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich denke mal erstmal den Weg hier weiter. Das Ding gruselig. Was soll das sein? Frosch? Vermutlich irgendwie sowas. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Ja, hier ist aber keine Brücke. Die Wurzeln und der Stamm des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja, dann schmeißen wir das Ding nur einfach um, würde ich sagen. Schauen wir erstmal, was hier noch ist so. Scheint doch irgendwas rumzuliegen. Gold, sagt er. Ist dahinter auch noch was? Also immer so ein bisschen Gothic-like, dass hinter den Schreien auch noch irgendwas liegt. So, und schauen wir mal. Wahrscheinlich diesen Baum umschmeißen. Wie wir das machen. Nix machen. Morscher Baum. Ach so, ja, okay. Wir schmeißen ihn einfach mit der bloßen. Ja, Mannskraft um. Okay, alles klar. Wie ich so stark bin direkt am Anfang, ist auch ungewöhnlich. Na gut. Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Brüderchen, ist das meine Schwester? Genau mein Ding. Nicht aufgepasst? Dann so. Voilà, Goldklee. Nehmen wir natürlich auch mit. Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Affen. Kämpfen gegen alte Affen. Ruin. Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Sie töten den Gorilla. Oh, wir müssen gleich mal Proviant hier. Oh. Ihre Größe bedeutet nichts. Wir müssen erstmal hier Proviant in meiner Rüstung packen. Das war hier gleich noch verrecken. Proviant rum. Weil wir direkt am Anfang schon sterben. Bei den Looten? Ne, scheinbar nicht. Okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Bestimmt was zum Looten. Gold. Eine Voodoo-Puppe, genau, ja. Man kann sich nämlich hier wieder drei Fraktionen anschließen. Ich glaube, das war bei Risen 2 auch schon. Risen, Weisen, ich weiß gar nicht. Ganz richtig.
nenne es jetzt mal Wizen. Bei Wizen 2 gab es auch schon die, ich nenne sie jetzt mal Ureinwohner, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die genau hießen. Werde ich mir nochmal nachschauen. Und die konnten irgendwas mit diesen Voodoo-Puppen machen, also irgendwelche Voodoo-Magie konnten die anwenden. Dafür brauchte man diese Voodoo-Puppen. Ich bin mir noch ziemlich unsicher, welcher Fraktion ich mich anschließen soll. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt die stärkste Fraktion war. Es gab... Ich muss gerade überlegen, was es für Fraktionen nochmal gab. Es gab die Ureinwohner, es gab die... Wilson 2 waren es die Inquisition, glaube ich. Und hier sind das die Kristallmagier, glaube ich. Und dann gibt es noch ein drittes Volk, aber ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Das waren, glaube ich, die... Wie hießen die nochmal? Diese Abtrünnigen, ne? Aber Abtrünnigen hießen die, glaube ich, nicht. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, wie die hießen. Ich bin echt noch... Ah, ich weiß noch nicht so richtig, wen ich mich anschließen soll. Oh, geht's nach oben? Schön. So, Voodoo. Mal gucken. Eigentlich ist das alles Müll, was wir nicht brauchen, aber wir nehmen es erstmal mit. Und wenn wir dann nur ein Gold für kriegen, hat er auch schon mal was. War irgendwo hoch, ne? Schau mal, dort drüben ist irgendetwas. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Wir können fliegen, das weiß ich nämlich noch von früher. Es gibt einen Zauber, womit wir uns in Papagei-Form verwandeln können. Wahrscheinlich liegt er hier auch irgendwo rum. Das habe ich noch in Erinnerung. Das war in diesem Spiel auf jeden Fall auch ein großes Ding. Wo man sich zum Papagei verwandeln konnte und so... ein unerreichbarer Ort bekommen konnte. Da ist er schon. 5 Mal haben wir direkt gekriegt. Aha. Papa. Dann direkt mal in unsere Leiste rein. Magie ist das wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt mal hier. Damit jetzt mal dahinter, dass wir das nicht versehentlich nutzen. So, wir speichern mal ganz kurz, weil ich nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Du alleine hin. Oh ja, ist okay, das ist ja. Nicht so schwierig gewesen. Funkelnder Goldring. Sehr schön. Nehmen wir mit. Dann haben wir auch unseren ersten Ring. Sonst noch irgendwas? Was haben wir hier noch? Ah, die kann man sogar rüberspringen tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Ist mehr oder weniger Zufall. Ist hier glaube ich nichts, ne? Oh! Oh oh! Cool! An die Steuerung muss man sich erstmal wieder gewöhnen, beziehungsweise nicht die Steuerung, sondern in die Kampfmechanik. Da muss ich erstmal ein bisschen reinkommen wieder. Schon ein bisschen was her. Bin wieder da. Aber ich finde schon, das Spiel sieht immer noch echt schön aus, muss ich sagen. Es war von 2014, aber es sieht trotzdem schön aus. Da müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Schmiedehammer. Maske, ein Rohr. Hier ein Apfel. Nicht aufheben. Und nochmal in den anderen Ruinen hier rein. Na, so ist. Zepter.
drauf. Schön alles mitnehmen. Noch nix. Gut. Nicht wieder Gold auf dem Boden. Und eine Kiste. Eine alte Truhe. Goldener Pokal. Feuerregen, sehr schön. Ein Feuerregenzauber. Sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. Jupp, das war schon früher. Ich glaube, bei Gothic gab es das ja auch schon. War das ein sehr, sehr starker Zauber. Man brauchte, um gewisse Gegner auszuschalten. Besonders wenn man zu schwach war, um sie selber so normal auszuschalten. Nachher so hoch gehen können. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das genau der Zeitpunkt, wo wir den Feuerregen brauchen. Denn ich glaube, die greifen uns jetzt an und ich glaube, drei Piraten auf einmal, die werden uns ganz schön die Fresse polieren, das werden wir nicht schaffen. Piraten. Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Am besten du fegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Habe ich dich jetzt zu früh gebracht? Feuerzauber. Okay, ich bin absoluter Depp. Ein absoluter Depp bin ich. Ich hoffe mal. Shit. Ah, okay, ich bin hier. Gut, alles klar. Ich bin da runter. Die ist auch nicht mehr da. Ah, okay. Piraten, wir am besten gib das jetzt mal, wir wissen ja, wie es geht. Den du in der Tasche hast. So, was macht Patty da? Ah, die hat ihren schon umgehauen. Diese Halunken sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Dummerweise ist der Eingang des Tempels versperrt und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen, aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Okay, wir gehen in den Tempel, sie bleibt hier. Das ist gut. Erstmal alles braten hier, um mehr Proviant zu bekommen. Weil da haben wir ein bisschen Fleisch vergessen. Proviant werden wir sicherlich brauchen, deswegen nehme ich immer schon alles mit. So, dann würde ich sagen, dann war das die erste Folge. Die erste Pilotfolge von Risen 3. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like und schreibt mir, ob euch die Reihe gefallen würde, ob ich die weiterspielen soll, ob ihr Bock auf Risen 3 habt. Dann würde ich tatsächlich auch noch weitere Folgen aufnehmen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.